Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu The Forest, die dritte Folge. Wir müssen jetzt erstmal schlafen und dann geht's gleich weiter, ne? Oh fuck, dir ist kalt, du bist nass. Mhm. Oh, nein, nicht essen, nicht hier. Scheiße. Mach mal an hier. Super. Die Blockhütte haben wir ja fast fertig gebaut in der letzten Folge, ne? So, dann... Das haben wir auch, Einfach, ja... Schon schlafen? Nee, noch nicht ganz. Solange noch aufwärmen, wie geht? Das müssen wir dann auch noch da hoch und so bauen. Mal schauen. Auf ein Pavillon. Zu mir sagt es das, dass so eine Hütte nicht dicht ist vor Wasser. Gut, komm her, wir schlafen. Ja, nee, das ist einfach die Hütte hier. Ich glaube, dann die bessere Hütte ist schon einiges besser. So. Die bessere Hütte ist besser. Ja, macht irgendwie Sinn, ja. Hast du noch Fleisch? Es regnet immer noch. Nein, ich habe nichts mehr zu essen. Hier kann man noch trinken. Ja, ich weiß, danke. Perfekt. Und jetzt erstmal essen. Warte mal, ich habe noch Snacks. Ja, nee, lass die. Lieber Fleisch. Weil die Snacks kannst du immer im Notfall noch essen. Das rohe Fleisch hingegen wird schwierig. Also, dieses Viech ist zu schnell. Aber was wir machen können, hier hat's ja, bei uns hier hat es ja viele Hasen, richtig? Hier hat es Hasenfallen. Achtung! Scheiße. Achtung! Achtung! Du bräuchst noch ganz viel Sticks soweit, dann mache ich uns eine Hasenfalle. Ja, ist gut. Aber wir müssen zuerst so mal noch etwas essen, wenn möglich. Also mit den Zombies habe ich jetzt noch gar keine gesehen hier. Nee, nicht wirklich, nein. Ganz gut eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Aber Sticks ist bei uns gerade das Problem, wir können keine Sticks holen. Und noch sehr wenige. Ich werfe jetzt hier einfach mal das Holz runter, ne? Mhm. Was ich hier oben falle. Oh, wo stehst denn du? Ach, weit weg. Gerade gedacht, so scheiße. Ich wollte mir jetzt gerade vorhin einen Stockbeutel machen und dafür haben wir erstens zu wenig Seile und zu wenig Dings, zu wenig Fell. Ich habe einen Hasen getötet. Perfekt, das heißt du hast Fleisch. Ne, einen Hasenkopf. Ah, du musst den Hasen noch filetieren. Ja, schon lange gemacht. Wie viel Fleisch hast du rausbekommen? Eins. Scheiße. Ja. Geht mal noch weiter jagen. Nein. Ich brate mir die Scheiße jetzt zuerst. Sonst gehe ich drauf. Na? Hase! Die Hasenfalle ist noch nicht fertig, verdammt. Nice. Immer wieder gerne. Wie viel mal's? Oben brauchen wir noch 40 Baumstämme.
lecker essen. Komm her. Komm her, bevor ich verrecke, ey. Scheiße. Hast du noch... Medizin? Ja. Nee, nicht Medizin. Wo ist Fleisch? Ja. Scheiße. Ich bin auch schon fast am Verhungern. Oh, ein der Hase füllt dein Essen komplett auf, Junge. Das ist gut möglich, ja. Ja, würdest du vielleicht gerade in den Wagen tun? Nee, auf die nahe Distanz lohnt sich nicht. Und du weißt, was ich meine. Mhm. Wenn es weiter weg ist, dann ja. Ah, übrigens, wir haben das angeschaltet, dass das Holz automatisch wieder nachwächst. Das heißt, die Bäume wachsen wieder nach einer Zeit. Da, nachwachsende Bäume an. Hammer. Okay. Naja, ist auch gut. Was wollte ich machen? Holz fällen, genau. Nee, etwas Essen suchen für mich. Nee, kannst du selber machen. Du weißt, dass ich beim Jagen nicht so gut bin. Das ist ein scheiß Lego an der Verdammte. Kill ihn doch einfach. Das ist doch einfacher gesagt als getan. Wie gesagt, also im Jagen, da bin ich wirklich hier im Game nicht so gut. Wo ist er jetzt hin? Also. Geil! Der fällt dir mal richtig perfekt. Da bin ich jetzt komplett behindert? Ja, jetzt ist er weg, ja super. Packt der Bau bei dir auch? Ja, jetzt nicht mehr. Gut. Baum kommt runter. Bei mir spackt gerade eher die die Hungeranzeige. Hier ist auf Hunger. Solltest du mal etwas essen, ne? Wo hast denn du unseren Wagen? Ach, da. Hier. Gut, 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 gut. Perfekt. Gut, so. Sag mir doch, dass hier oben Pflanzen hat. Kann man das essen? Keine Ahnung, hab sie nicht gesehen. Nee, kann man nicht. Das sind nur Sträucher. Siehst du, deswegen habe ich es dir auch nicht gesagt. Nicht mehr so viel, schau mal her. Nur noch 28. Ja, und ich finde hier null Essen. Das ist nicht ganz so gut. Ich muss glaube noch meinen Snack essen. Ja. Meinen zwei. Wenn du zu wenig hast, ja. Bleibt dir nichts anderes übrig. Ja, ich kann jetzt noch ein bisschen abwarten, aber nicht mehr lange. Ja. Also Essen wird mal noch unser größtes Problem sein. Nee, ist es ja jetzt schon. Das wird nicht, das ist schon. Ich Idiot. Hätte man gerade was essen können? Ich hab's kaputt geschlagen. Ja, war's doch nie der Hellste. Ja. Mhm. Ich würde sagen schon, aber. Ja, da war ich mir nicht ganz so sicher. Vögel hat's auch keine mehr. Also, kaum sagst du es, hat's wieder da. Der ist gerade im Berg verschwunden. Super. Nein! Oh, er ist ganz geblieben. Ach nee, doch nicht ganz, aber. Fast ganz. Ich habe jetzt wirklich ein größeres Problem. Ich habe jetzt mal den Snack gegessen, aber ich habe schon bald wieder Hunger. Ah, warte mal, da vorne hast du, glaube ich. Dann jag um dein Leben. Fast runtergefallen, scheiße. Ja, da hat es Bären. Ich glaube, die sind giftig. Ja, die sind giftig. Jetzt haben Bär verstanden.
gerade gedacht, pass auf, die greifen dich an, ja. Diese Bären hier sind zwar giftig wie Sau. Ich meine nicht die essbaren jetzt. Ja, ja, schon klar, also diese Bären hier sind giftig. Aber... Findet Timmy. Timmy. Hier ist mein Hunger jetzt wieder voll. So mein... Hier hat's ein Dorf, ich hab ein Dorf gefunden. Da bin ich schon lange. Das ist ja ein Riesendorf. Sag ich doch. Da ganz vorne, in dem einen Haus, hat es ein Bild. Das musst du dir noch holen. Mhm. Geh ich jetzt mal davon aus. War das so scheiße? Der hat viele Koffer. Oh, das wäre hängt. Hallo. Hast du einen gefunden, der hängt oder was? Passagier gefunden, Platz. Ja, ich habe zwei Passagiere gefunden. Ja, geil. Tote? Ja. Scheiße. Nicht so geil. Da noch mehr Passagiere. Zombie. Zwei Zombies, hilf mir, Frosche. Ich greife dich nicht an, es ist Tag. Ah. Oh. Doch, die greifen an. Na du? Die greifen an. Ich hab gerade richtig Spaß, sorry. Haben die Angst vor einer Leuchtfackel? Kann ich dir nicht beantworten. Hi! Hilfst du mir jetzt vielleicht mal? Hier liegt noch ein Saal. Nee, das schaffst du schon. Oh, ich hab Soda gefunden. Auch. Jetzt Dynamit. Die greifen an, die Missgeburten. Hilf mir doch. Und dann schlag sie. Ja, ich hab mich. Ich bin tot, Alter, ich bin so gut wie tot. Wo bist denn du? So gut wie tot. Von mir rennt er weg. Ja, von mir nicht. Ich nehme meine Medizin. Alter! Die wurden ja förmlich hingerichtet. Jetzt überall noch Dynamit und so Zeug. Ah, das bist gar nicht du! Nein. Ich hab jetzt Leuchtfackeln und Dynamit. Siehst du einen Zombie neben dir? Ja. Ich will ein bisschen aufpassen. Hast du wieder genügend Leben? Alter, jetzt ja richtig viele Passagiere. Wir brauchen dringend einen Getränkeschrank zu Hause, ne? Ja, ich hab sehr viel Getränke hier. Ja, eben. Die brauchst du gar nicht öffnen. So viel können wir gar nicht mitnehmen. Perfekt, nimm die mal mit. Was mitnehmen? Ja, die Getränke, die da waren. Ja, eben. Ich kann nicht mehr tragen. Deswegen brauchen wir ein Getränk, einen kleinen Schrank oder einen großen. Da hast du auch viel Getränke. Ja, eben. Aber wir können nicht alles mittragen. Lass mal nach Hause gehen. Ja. Wo sagst du, hat das Bild? Ja, warte, ich zeig's dir. Und dann bauen wir. Doch irgendwo, oder? Ja. Genau. Links. Da ich kann bei den Häusern. Tut mir leid. Ja, ich jetzt danach gleich mal hinne. Nicht mehr. Beim untersten Haus. Beim hintersten und letzten. Da hat's. Hinter dem Haus hat's nochmal ein Haus. Siehst du das? Ja, da unten. Ja, genau, da drinnen hat es ein Bild. Eine Zeichnung. So muss ich sagen. Ja, jetzt auch noch Zeugs. Aber ich gehe jetzt erstmal heim und versuche einen Schrank zu bauen, weil dann haben wir die Getränke an Vorrat. Ne? Und das ist super, weil wenn wir mal unterwegs sind für längere Zeit, dann können wir immer schön Getränke mitnehmen. Oh, ich habe Farbe gefunden. Ja, habe ich auch. Ein komisches Bild. Ja, genau, das. So, mein Stuhl und Tisch stellen. Eigentlich wieder etwas Essbares gefunden. Oder ist schon wer in der Falle? Oder so ein. Ist ein Hase schon in der Falle? Nee. Hm? Nein. Schade.
Ah, da fehlt nicht mehr viel. Dann haben wir die Scheiße gebaut. Ich nehme mal noch den Wagen mit nach Hause. Kann ich den von der Klippe stürzen lassen? Geht der kaputt? Denke, er geht kaputt. Find it out. Nein, der geht kaputt. Nee. Doch. Du fällst jetzt auch gleich. Du fällst auch runter. Ja. Hatte keinen Schaden. So, erst den Schrank hier bauen. Noch drei. Dann können wir. Da hat's zwei. Wir brauchen noch einen Baum. Dann fäll ich hier mal kurz ein. Siehst du, ich fälle die immer perfekt. Ich habe mir schon mal ein Boot gemacht. Ich kann ihn nicht benutzen, aber ich habe mir einen gemacht. Oh, Scheiße. Und unser Schrank ist schon mal zu klein. Dann bauen wir gleich auch noch einen großen. Jetzt mal lass da noch die Medizin reinlegen. Okay, das war ein Snack. Ja, leg da unten die Medizin rein. Ich hab keine Medizin mehr. Ich kann noch ein bisschen Alkohol reinlegen. Nee, ja, mach. Dann machen wir mal zuerst den großen noch. Deine Falle hat, glaube ich, zugeschlagen, ne? Wirklich? Ja. Ah, nice, ja. Nichts machen. Ah, perfekt. Nimm ihn. Die Schale kann man wieder aufbauen. Perfekt. Jetzt kommt das Problem, dass es wieder regnet. Nein, das Problem ist, dass wir zu wenig Holz haben. Wir müssen echt zuerst das scheiß Ding hier fertig machen. Den scheiß Schrank, dann können wir nämlich die Drinks abladen, einen Teil davon. Ich kann nicht mehr rennen. Ich auch nicht. Och, Menno. Jetzt noch aber. Drei brauchen wir den Schrank. Zwei habe ich. Kannst du noch einen auftreiben? Ich sorge mich jetzt erstmal beim Essen. Ja. Dass das Feuer halten bleibt. Aber wegen einem einzigen, ne? Ach. Mensch. So, beides ist fertig. Das kann erlöschen. Es wird dunkel. Also, was lernen wir daraus?
Ein Tag in diesem Spiel geht circa 20 Minuten. 20 Minuten, ja. Dann werden die Folgen immer so 20 Minuten lang, denke ich. Genau. Die Falle ging schon wieder zu, ne? Ja. Perfekt. Doch nicht. Scheiße. So, gehen wir schlafen. Ne? Nachher dann gleich. Muss auch ein Stück trinken. Perfekt. Ey, willst du doch deinen auch noch kurz aufstellen, bevor wir schlafen gehen? Was? Dein Dings da, dein Schildkrötenpanzer. Der Scheißschrank ist schon wieder voll. Kannst du noch deinen Schildkrötenpanzer aufstellen? Ja, warte mal. Und ich kann ihn ja schon mal platzieren. Ja, dann mach. Perfekt. So, kann man schon schlafen? Nee, noch lange nicht. Speichern, das werde ich jetzt machen. Und zwar wieder auf Speicherstand 1. Ich denke, dann haben wir auch für heute aufgenommen, oder sollen wir nochmal eine Runde machen, später? Können wir ja gleich entscheiden, ne? Okay. Ja. Dann würde ich sagen... Soll das gewesen sein für die Folge? Lasst die positive Bewertung da, Abo bei uns beiden. Beide sind unten in der Videobeschreibung verlinkt, jeweils. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.